Meine lieben Diekmann-Fans, ich grüße euch zum Baublock Nummer 36. Nee, 17. 17, ja. Ich hab den Überblick verloren, aber viel Spaß. Heute fährt mal Marc Diekmann Fahrrad. Aber nur auf deiner Größe. Wir haben das verstanden. Wir haben kein Wort verstanden. Sehr schön. Wir machen direkt da weiter, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Und zwar stellen wir den Superkicker auf. Der Kicker, der beim Red Bull District Ride letztes bzw. vorletztes Jahr in Nürnberg mitten unten auf dem Marktplatz stand, der kommt jetzt vor die Riesenlandung, wo wir das Bag in der letzten Episode draufgelegt haben. Let's go. So, 3,80 Meter hoch das ganze Ding. Steht da auch schon relativ gut, würde ich sagen. Das waren ja die Stützen, die wir quasi vorher, diese Dreiecke, die noch neu gemacht werden mussten. Man sieht, die liegen nicht hundertprozentig exakt auf oben. Also so ein bisschen Lücke zwischen, und unten müssen wir es auch noch, ja, exakt ausnivellieren. Ich glaube, gerade steht das so ein bisschen auf so ein paar kleinen Steinchen und so noch. Gut, die müssen natürlich auch noch weg, aber das grobe Ding steht erstmal. Das haben wir da hingelegt, den stellen wir da noch ein bisschen auf, beziehungsweise lehnen den an diese Landung an. Und zwar, das ist der Grund, dass wir den Drop so gebaut haben, dass man in beide Richtungen nach rechts und links wegfahren kann. Das heißt, wenn man nach rechts wegfährt, fährt man zum Superkicker. Wenn man nach links wegfährt, fährt man zum Mulchsprung. Aber wenn man sich wirklich nur auf Drop-Tricks konzentriert und quasi den Drop geradeaus runterspringt, dann springt man einfach quasi in diese Richtung. Und weil man da ganz schön schnell wird von da oben, anstatt einfach gegen die Landung gegen zu fahren, wollen wir noch so ein kleines Feature machen, dass man einfach so entspannt da hochchippen kann. Müssen wir also auch noch aufstellen. Aber sonst steht erstmal zumindest so grob alles da, wo es sein soll. Ich würde sagen, wir pusten mal zum allerersten Mal das brandneue Mega-Airbag auf. Gucken, ob das Sinn ergibt, wie wir es gestern da draufgelegt haben. Und gucken, wie es dann ausschaut. Ich schätze fast, dass wir es noch ein bisschen weiter nach oben ziehen müssen. Erstmal gibt es den Premium-Bollerwagen. Da ist das gute Stück. Der kann genau noch gar nichts, glaube ich. Kann mir keiner erzählen, dass der lange hält. Gucken, ob der Bollerwagen überhaupt bis dahin aushält. Luft auf dem Reifen wieder hängen lassen. Hä, Ast rein, Alter. Geh doch. Ja, schon mal einen Lüfter. Kommen da noch welche raus oder sind die nur hier? Zumindest. So, Jocke. An. Ganz wichtig, an.
So, wir haben zum allerersten Mal aufgeblasen und hat auch echt eine richtig gute Größe. Ich glaube, wie gesagt, 8 Meter breit, 16 Meter lang. Kann auch sein, dass er 8 Meter breit, 18 Meter lang ist, bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen ihn auf jeden Fall noch einen Ticken weiter hochziehen, damit er noch ein bisschen weiter oben über der Kante liegt. Stimmt, ja, das habe ich vorher gar nicht gesehen, ja. Das heißt, er müsste noch einen halben Meter nach links und noch ein bisschen hier rüber. Dann passt's. Jo, soweit so gut. So, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Und zwar müssen wir immer noch den Drop testen. Und ich glaube, jetzt ist die Landung hart genug. Räder haben wir dabei, deswegen gehen wir das Ganze mal an. Und ich habe meine Drohne dabei. Die habe ich aber letztes Jahr, ich glaube, hier sogar kaputt geflogen. Habe es versucht, mit Sekundenkleber zu reparieren. Und ich probiere mal, ob ich die noch in der Luft kriege, um euch einmal so einen kleinen Überblick von oben zu zeigen. Müssen wir auf jeden Fall noch einmal die Tage richtig mit nochmal lose Haken her und vernünftig glatt machen. Oder? Was sagst? Steil. Ja, hat genug Risse auf jeden Fall. Nur echt noch ganz schön, boah, ganz schön ruppig. It is what it is. Ganz schön hoch, wenn er nicht aufgepumpt ist, der Berg. Holy shit! Krass, das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier oben bin und alles halt schon so wirklich da steht, so grob wie es sein soll. Crazy! Jetzt müssen wir weit genug in die Landung rein. Ich will nicht zu kurz kommen, hä? Die hat auf jeden Fall da so einen kleinen Buckel. Ja, vor allem hat sie da so einen kleinen Buckel nach vorne. Also da längs ist sie bis zur Mitte ziemlich genau gerade parallel mit der Dropkante. Und dann macht sie da immer so einen Sprung. Also ich muss gucken, dass ich... Ja, eigentlich muss ich da zwischendurch springen. Boah, fuck, man wird da schon verdammt schnell, ne? Also mehr als zwei Umdrehungen gehen gar nicht. Vom Pedalieren. Eigentlich wäre es gut, wenn jetzt schon irgendwie eine von den Rampen fahrbar wäre. Dann müsste man nicht so blöd irgendwie ausweichen. Jo. Oh, es hat einfach nur einen Drop, aber trotzdem so Schiss gehabt, dass es doch noch irgendwie zu weich ist oder so. Aber passt. Boah, jetzt müssen wir mal gucken, wo ich ungefähr gelandet bin. Ja. Hier. Ja, also schon so 1,5 Meter unter der Landungskante gelandet jetzt. Aber ich glaube, wir müssen hier auch oben die Kante so ein bisschen wegnehmen. Damit das auch smooth ist. Also es ist schon echt bombenhart. Ich hatte wirklich Angst, dass ich so richtig einsacke, dass es mich so richtig zusammenstaucht. Aber ist zum Glück nicht der Fall. Erster Drop. Test bestanden. Geil, Alter. Nice. Nächstes Feature unlocked. Feature Nummer 2 unlocked. Ich bin jetzt gespannt, welches wir zuerst fahrbar kriegen. Ich meine, das könnte man theoretisch eigentlich schon fahren. Da liegt jetzt ja gerade noch die Folie drauf und in der Landung sind noch übelst viele Löcher. Und hier müssen wir auch den Absprung richtig ausrichten. Skatepark jetzt einfach hier. Ja,
hätte echt Bock jetzt eigentlich direkt den nächsten zu machen. War sick, ey. Feature Nummer 2 unlocked. Alle Airbags schon mal hier. Jetzt, wie gesagt, immer so alles Stück für Stück fein justieren. Droplandung zum Beispiel oben noch die Kante ein bisschen weg. Immer noch 1000 Sachen, die halt irgendwie gemacht werden müssen. Guess what? Wie versprochen, ein paar Shots mit der Drohne probiert, wie ihr gerade gesehen habt. Dann aber, beziehungsweise weil ich wahrscheinlich mit dem Handy als Fernbedienung die Drohne geflogen habe, weil ich ein neues Handy habe und ich das nicht mit der alten Fernbedienung verbinden kann. Man kann das ja auch vom Handy fliegen, allerdings dann die Verbindung verloren und das hier ist das Resultat. Also in diesem Sinne, ich brauche eine neue Drohne, das ist schon, ich habe die ja schon versucht zu reparieren, aber genau das Teil ist wieder abgebrochen. Außer irgendwer hat Interesse an dieser alten Drohne oder kann sie reparieren. Einen neuen Arm hatte ich schon mal bestellt, aber das mit dem Reparieren ist ganz schön kompliziert. Anyways, das war's aus dieser Episode. Wie gesagt, wir sind kurz vor der Fertigstellung. Ich denke, in der nächsten Episode können wir dann die weiteren Features testen. Außerdem haben wir auch noch das Q&A, wo ich auf Instagram neulich auch nochmal eine Umfrage gemacht habe. Falls ihr da noch weitere Fragen habt, jetzt nochmal in die Kommentare. Dann können wir das hoffentlich in einer der nächsten ein, zwei Episoden auch machen, dass wir alle einmal befragen, die hier beteiligt sind. Und ja, es soll jetzt wahrscheinlich erstmal wieder Regen geben. In dem Video wie immer ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen, check den Merch ab, dann kann ich mir vielleicht eine neue Drohne holen. Und ja, Support ist kein Mord. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Peace.